Einen wunderschönen guten Tag an alle, die sich jetzt wieder eingefunden haben. Und ja, das ist mal wieder ein weiterer Part von The Sinking City. Und ja, Johannes van der Berg ist tot. Hallo, schönen guten Tag. Was soll das denn jetzt? Und ja, und ich bin super gespannt, wie es jetzt weitergeht. Der Herr Carpenter konnte uns aus dem Knast befreien, weil wir Kaution, also ne, weil er die Kaution hinterlegt hat. Und jetzt müssen wir natürlich mal ein kleines Gespräch mit Herrn Carpenter führen. So muss das sein. Ja. Und ich sag mal so, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist er auch tot. Mal gucken. Okay, wir haben wieder eine Vision. Oh nein. Wir haben... ja. Ja, meine Vision. Es wird immer schlimmer. Scheiße. Rücken zur Wand. Ja. Anwesen der Familie Carpenter. Wohltätigkeitsarbeit. Wir könnten ein richtig feines Ding durchziehen. Hat der Maul ja, Alter, sonst gibt's ja gleich mal ein richtiges Ding. Aber ja, was soll man sagen? Vielleicht habe ich die richtige Entscheidung getroffen, vielleicht die falsche damals. Aber ich würde sagen, bei den Carpenters, ich sag mal so, es gab ganz klar einen Bösen und einen Guten. Und ich habe mich halt für den Guten entschieden. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, ich habe mich damals richtig entschieden. Guten Tag, Mr. Carpenter. Mr. Reed, willkommen. Im Moment herrscht ein ganz schöner Trubel, aber ich hoffe, wir werden schon bald Zeit finden, bei einem Gläschen Wein zu plaudern. Das ist ja fast schon ein Luxus geworden. Meinen Sie den Wein oder das Plaudern? Wie auch immer, kommen wir zum Grund Ihres Besuchs. Oh ja, danke, dass Sie die Kaution gezahlt haben. Ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie meine Kaution gezahlt haben. Sie haben mir aus der Patsche geholfen. Ach, nicht der Rede wert, Charles. Aber wenn ich das richtig verstehe, sind Sie noch nicht aus dem Schneider. Das stimmt. Angeblich hat Milton Pierce gesehen, wie Sie van der Berg ermordet haben. Ich war es nicht. Das glaube ich Ihnen sogar. Ich schätze Sie nicht so ein, dass Sie sich zu einem Mord hinreißen lassen würden. Selbst nicht im Falle eines heftigen Streits. Ich würde niemals einen kaltblütigen Mord begehen. Eben, Reed. Ich vertraue Ihnen. Ganz im Gegensatz zur Polizei. Aber wenn Sie den wahren Schuldigen nicht finden, gibt es nicht mehr viel, was ich für Sie tun kann. Wenngleich die Familie Carpenter immer noch gute Verbindungen zur Polizei hat. Bitte geben Sie meinem Verwalter Bescheid, sobald Sie ein Alibi haben. Ja. Wie fühlen Sie sich nach der Sache mit Brutus? Lassen wir das Thema. Mein Vater ist oben, falls Sie ihn sprechen möchten. Okay, was auch immer das heißt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie van der Berg kannten. Er war ein alter Freund. Ein Mensch mit geistiger Klarheit, wie man sie nur selten vorfindet. Das stimmt. Wir lernten uns im großen Krieg in Europa klar, was kennen. Das angeht. Zusammen und sehr, mit Ihnen gehörte er zu den wenigen anständigen Leuten in dieser Stadt. Sollten Sie ihn doch auf dem Gewissen haben, hätte ich in kürzester Zeit gleich zwei Freunde verloren. Das ist... ja... Sie haben im Großen Krieg gekämpft? Ja. Ich hatte das Pech, bei der verlustreichen Mars-Argonnen-Offensive dabei gewesen zu sein. Verzeihen Sie, aber es fällt mir nach wie vor schwer, darüber zu reden. Ich verstehe. Oh ja. Was wissen Sie über diesen Milton Pierce? Er gehört zu den einflussreichsten politischen Köpfen der Stadt und schreckt nicht davor zurück, Intrigen zu spinnen. Neulich las ich ein Interview mit ihm im Oakmont Chronicle. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er wohnt irgendwo im Bezirk Reed Heights. Aber mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Ach, alles gut. Ich sollte langsam aufbrechen. Nochmals danke, Mr. Carpenter. Bevor Sie gehen, habe ich hier etwas für Sie. Für den Fall, dass Sie auf weitere Schwierigkeiten stoßen. Was haben wir denn da? Passen Sie auf sich auf, Mr. Reed. Ich werde einen edlen Tropfen beiseite stellen. Zum Anstoßen, wenn das alles vorbei ist. Ehrenmann. Den Zeugen finden. Eine Maschinenpistole. Yes, Baby. Alle Hinweise gefunden. Oh, Baby. Okay, Rücken zur Wand. Alles klar. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, dann tun wir den Hinweis anheften. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen nachforschen.
Und das werden wir tun. Inventarmäßig geht es uns eigentlich ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben eine Maschinenpistole und das ist natürlich schon geil. Die M21 Chicago Broom war für die Massenproduktion zu teuer und ist deshalb bei privaten Käufern sehr beliebt, aus gutem Grund. Ist mit der ABP-Munition Kaliber 45 geladen. Fucking amazing. Okay, Fähigkeitspunkte haben wir keine mehr, das heißt, wir können auch keine verballern. Schauen wir mal. Oh yeah, baby. Alter, das ist geil. Es wäre so geil, wenn es hier so einen Schießstand hier im Spiel gäbe. Aber gut, machen wir das Beste draus. Ja, na dann, kleines Foto. Mal gucken, ob wir hier noch was sagen. Zu tun? Nö, jetzt gerade nicht. Ich mache ein paar Fotos hier von der Gegend. Unfassbar herrlich, diese Gegend. Okay, na dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, gehe ich in die völlig falsche Richtung, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich muss auf jeden Fall zur Zeitung, so wie es aussieht. Das bedeutet, wir müssen einmal hier rüber zur Telefonzelle. Dann einmal zum Chronicle. Lol, da wo wir auch vorhin gewesen sind im letzten Parlament. Ah, geil. Ja, so ist das manchmal, ne? So kreuzen sich die Wege. Bibliothek? Nee. Wo waren nochmal die Bücherei? Hier war der Oakmont Chronicle. Hier, zack. Amazing. Und es ist wirklich unfassbar, wie groß dieses Spiel ist. Es ist wirklich der helle Wahnsinn, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist geisteskrank. Und ich meine, ich bin jetzt bei mittlerweile wie viele Stunden, die ich das jetzt hier schon spiele? Ich glaube, ich müsste so 13 oder 14 Stunden mittlerweile schon im Spiel sein. Und wir haben jetzt in Anführungsstrichen erst die Maschinenpistole bekommen. Also von daher, das Spiel wird jetzt nicht innerhalb der nächsten 15 Minuten vorbei sein. Also das wird nochmal... Passen Sie auf sich auf. Nochmal ein heikles Ding, du. Okay. Na dann, würde ich mal sagen, das sind dann schon eher Amtsträger. Dann Rubrik, würde ich sagen, Interview. Und Bezirk ist Retail. Interview mit Milton Pierce. Unser Korrespondent hatte heute die Gelegenheit, durch die schönen Alleen im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights zu schlendern, um einen der vielversprechendsten Politiker von Oakmont zu interviewen. Milton Pierce Wohnhaus, das sich etwas versteckt in der Museum Avenue zwischen der Communion Road und der Hillock Street befindet, ist wahrlich ein imposanter Anblick. Nichtsdestotrotz betont Mr. Pierce, wie sehr ihm die Sorgen des kleinen Mannes am Herzen liegen, weswegen er stets das Gespräch mit den Menschen in der Stadt sucht. Aha, so. Na gut, dann haben wir jetzt das. Passen Sie auf sich auf. Klar, mach ich. Tschüss. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Okay, dann mal wieder offensichtlich. Zack. Dann zur Karte gehen. Dann einmal. Pierce wohnt in der. Okay, Reed Heights Ost. So, zack, hier oben. Im Osten. Guck mal einer an. Und wo wohnt er da? In der Museum Avenue? Hier? Zwischen Communion Road und der Hillock Road. Okay, ja gut, das ist ja... Das ist ja einfach. Na gut, na dann. Ab auf den Weg zum Schnellreisepunkt. Dafür muss ich hier hoch, oder? Ja, völlig klar. Eieiei, du. Hier geht's ab, du. Das kann ich sagen. Also, das ist wirklich... Ja, wie kann ich es beschreiben? Es ist gleichzeitig halt beängstigend, aber auch so spannend. Also, ich weiß nicht genau, wie ich es am besten beschreiben kann. Das ist so einerseits klar, möchte man halt nicht wegen Mord halt in den Knast gehen und man möchte halt rausfinden, was wirklich passiert ist. Aber andererseits besteht halt auch ständig die Gefahr, dass man halt selber quasi in Gefahr gerät. Ne? Also dass die Leute dann quasi einen selbst ermorden wollen, damit halt die Wahrheit nicht ans Licht kommt beispielsweise. Bitte helfen Sie einem Mitmenschen in Not. Ich kann alles gebrauchen, was Sie erübrigen können. Okay, und kann ich ihr jetzt helfen? Ich meine, ich könnte sie anzünden. Helfen Sie einem Mitmenschen in Not. Ich kann alles gebrauchen, was Sie erübrigen können. Das tut mir jetzt echt ein bisschen im Herzen weh, muss ich sagen, wenn ich das so sehe. Bitte helfen Sie einem Mitmenschen. Dass ich ihr nicht helfen kann. Ich kann alles gebrauchen. Das ist schlimm. Das ist einfach nur schlimm. So allgemein, dass es überhaupt noch sowas wie Obdachlose in unserer Gesellschaft gibt. Tja, ich meine, es gibt einige, die haben sich das in Anführungsstrichen, ich sag mal jetzt nicht verdient, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So die...
ja, wie kann ich es am besten beschreiben? Die wollen vielleicht auch obdachlos sein, ne? Da sage ich dann auch gar nichts gegen so, aber ich weiß nicht. Es gibt bestimmt auch viele Obdachlose, die da ja halt einfach richtig, richtig beschissen reingerutscht sind. Und da halt einfach aus eigener Kraft auch nicht mehr rauskommen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es Hilfe geben wird, aber wenn man sich mal so die Städte und so anguckt und so und wie viele Obdachlose es gibt, das ist schon erschreckend, wenn ich das mal so sagen darf. Von daher, ja. Ich würde sagen, gehen wir mal hier rein, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ein Themenbruch ist, aber ja, also nur um das noch ganz kurz abzuschließen, also ja, ist einfach schrecklich und ist halt die Frage, ne, wie man solchen Menschen am besten helfen kann, ne? Das ist nicht leicht. Na gut, ja, aber ich glaube, ich sollte jetzt da nicht zu viel Zeit für solche Gedanken, ich glaube, das haben wir in so einem Spiel, hat das natürlich fast verloren. Klebte Blut. Aber jetzt gerade im Sinne des Wortes. Ist uns jetzt auch gerade nicht so ideal gut, sagen wir es mal so. Naja, geben wir unser Bestes. Schauen wir mal. Okay, hier sind es noch mehr von den Plakaten. Schauen wir mal. Da hat sich jemand in großer Eile umgezogen. Ja, sieht so aus. Was haben wir hier? Zack. Die Form kommt mir bekannt vor. Ja, mir auch. So einen Dolch habe ich schon mal gesehen. Ich auch. Brief vom IOD, Mr. Pierce, im Namen unserer Organisation möchte ich mich herzlich für alles bedanken, was Sie für uns tun. Nur wenige Menschen hier haben Mitgefühl für die Flüchtlinge aus Innsmouth und Sie sind eine große Ausnahme. Dabei übersende ich Ihnen einen Dolch als Symbol unserer Freundschaft sowie als Beweis dafür, dass niemand von uns Ihnen etwas Böses will, solange dieses vertrauenswürdige Band zwischen uns bestehen bleibt. Mit besten Grüßen, Anna Cavendish. Mhm. Brief von Mr. Throckmorton. Sehr geehrter Mr. Pierce, trotz all der Differenzen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben mögen, muss ich Ihnen gestehen, dass ich Sie als einen der vielversprechendsten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters erachte. Oakmont muss von einer starken Hand geführt werden, die Sie gewiss haben. Mit finanzieller Unterstützung können Sie jedoch von meiner Seite aus nicht rechnen, da ich der Ansicht bin, dass man als Bürgermeisterkandidat über entsprechende Mittel verfügen sollte. Abgesehen davon genießen Sie jedoch meine vollste Unterstützung. Hochachtungsvoll. Robert Throckmorton. Mittlerweile bin ich auch ziemlich gut, was das Aussprechen des Namens Throckmorton angeht, würde ich sagen. Hier wurde schmutzige Kleidung aufbewahrt. Man sieht noch Blutspritzer. Ja. Okay, hier komme ich nicht rein. Was haben wir hier noch? Eine Flasche Wein, so wie es aussieht. Gähnende Leere, wie im Herzen eines Bankiers. Ein neuer Bürgermeisterkandidat. Milton Pierce war zwar bisher auf dem politischen Parkett Oakmonts eher ein unbekanntes Gesicht, konnte jedoch mit seiner Wahlkampagne unter Beweis stellen, dass er bestens für das Amt des Bürgermeisters gewappnet ist. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. So hat Mr. Pierce beispielsweise an einem Wasserversorgungsprojekt für Oakmont gearbeitet und engagiert sich für die Begrünung der Stadt. Neu gepflanzte Bäume verschönern bereits die Vororte und zusätzliche Parkanlagen zur Erholung und für Veranstaltungen sollen entstehen. Des Weiteren scheint Mr. Pierce mit seinem Wahlversprechen den Nerv der Bevölkerung zu treffen, insbesondere mit der Befürwortung des Baus einer Mauer um die Stadt, um einen weiteren Zustrom von Neuankömmlingen zu unterbinden. Sind das nur leere Versprechungen oder ist Mr. Pierce wirklich jemand, der Nägel mit Köpfen macht? Die Antwort darauf erhalten wir, falls oder wenn er die Wahl gewinnt. Okay. Na dann. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Ui, ich bin voll damit. Aha. Was haben wir hier? Okay, erstmal geil ein Saufen. Wo ist meine Dane-Krawatte? Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Dann schauen wir uns das mal an. Oh je. Okay, das ist auf jeden Fall die 1. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Dann würde ich sagen 2. Wo ist meine Dane-Krawatte? Ich sollte schon schaffen, Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Scheiße. Okay, 1. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Oh je. Ich bin voll damit. Ist die Frage, ob die erst einen saufen oder erst sich hier die... Schaffen Sie die Sachen... Wo ist meine Dane-Krawatte? Fuck. Ich sollte schon längst im Rathaus sein. Scheiße. Das Blut sprudelte förmlich aus ihm heraus, Robert. Wo ist meine... Schaffen Sie die Sachen weg, Robert. Wozu haben wir unten eine Wäschekammer? Milton Pierce kam voller Blut nach Hause und wies seinen Diener an, die Kleidung nach unten zu bringen. Danach machte er sich auf ins Rathaus zu einem Treffen mit potenziellen Wählern.
Ah ja. Ich hätte halt, also mal ganz kurz, nur mal so noch als kleiner Hinweis. Mir war das einfach so einfach, wenn ich das mal sagen darf. Da einfach so, ne, so von der Tür hier einmal durch. Ich habe halt irgendwie dann den tieferen Sinn gesucht, irgendwie in welcher Reihenfolge das passiert sein könnte. Aber naja, was soll ich sagen? Er nimmt seine Wahlkampagne ziemlich ernst. Was soll ich sagen? Es war anscheinend, ja, manchmal ist das Einfache doch das Richtige. Da hat sich jemand in großer Eile umgezogen. Hey, haben wir hier sonst noch irgendwas übersehen? Ich habe noch nicht alle Hinweise hier gefunden anscheinend. Na gut, das haben wir ja schon untersucht. Das ist ja Quatsch, das jetzt nochmal zu untersuchen. Hier am Bett ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Das können wir nicht öffnen. Hier wurde schmutzige Kleidung aufbewahrt. Man sieht noch Blutspritzer. Tja, das hier haben wir auch schon. Ah, hier noch. Ah, hier. Meine lieben Oakmonter, von diesem Tag an werden wir mit einer neuen Vision die Geschicke unserer Stadt lenken. Ab sofort heißt es Oakmont First. Jede Entscheidung, die hinsichtlich des Handels, der Fischerei, der Neuankömmlinge und der Innsmouther getroffen wird, soll zum Wohle der Menschen von Oakmont getroffen werden. Wir müssen die Grenzen unserer Stadt sowohl vor Fremden als auch vor den Naturgewalten schützen. Möge Oakmont wieder erblühen. Will er etwa der Alleinherrscher von Oakmont werden oder liest er das Buch nur der Unterhaltung wegen? Tja, wer weiß das schon so genau. Und noch ein Brief. Nachricht an Milton Pierce. Milton, mein geschätzter Freund, es ist schon eine Weile her, seit wir uns getroffen haben. Ich möchte dich daran erinnern, dass du bei mir zu Hause stets willkommen bist. Wie wäre es, wenn wir die Seongs oder Seongs? Wie spricht man das aus? Seongs? Wahrscheinlich Seongs. Abhalten, über die wir so lange geredet haben. Ich hoffe, dich alsbald im Crown Theater anzutreffen. Herzlich, Johannes. Aha. Alle Hinweise gefunden. Wunderbar. Da will ich doch noch mal ganz kurz gucken, ob hier sonst noch irgendwas im Haus los ist. Und, nö. Gibt's irgendwas im Keller? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, warum sollten wir nicht hier gucken, hä? Das wäre auch ein bisschen doof. Hier ist noch was. Ja, gut. Das ist wahrscheinlich so ein Standardkeller, den alle... Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es keine gute Idee ist, Blut nicht zu entfernen. Der Geruch kann allerlei ungebetene Gäste anlocken. Was muss ich eigentlich als nächstes machen? Moment, eine neue Bürgerschaft, ja. Dann ein Brief. Oh Gott, das ist alphabetisch sortiert. Also eine ganz schlechte Idee, Freunde. Ich hätte das hier zwar lieber chronologisch sortiert gehabt, aber so ist das halt. Wobei das hier ist... Nee, ist auch nicht chronologisch. Ach, was weiß ich. Zu einem... Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall zum Rathaus. Ansonsten Gedankenspiele, Blutflecken. Der Mörder wurde erpresst. Ja. Ich kann die blutbefleckte Kleidung in Milton Pierce Wohnung gegen ihn benutzen, aber ich brauche noch mehr. Ja, macht Sinn. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier wird nicht mehr sein. Nee. Okay, ja gut. Ja, dann haben wir den Standardkeller abgefertigt und dann können wir jetzt hier zum Rathaus gehen. Yes, Baby. So, na dann, ja, hilft nichts, wir müssen hier runter. Naja. Sollte kein allzu langer Weg sein, auch wenn ich jetzt diesen Wegpunkt hier löschen kann. Ach ja, das fühlt sich irgendwie immer gut an, wenn man erst so einen Wegpunkt setzt und wenn man dann fertig ist, ihn wieder wegmachen kann. Ich finde, das hat so was, weiß nicht, das hat so was Schönes. Ach, wunderbar. Ich frage mich, ob wir innerhalb des Spiels nochmal in die Irrenanstalt kommen. Wäre irgendwie cool. Aber andererseits wäre es bestimmt auch nochmal ziemlich anstrengend. Von daher, naja. Aber es gibt allgemein so ein paar Orte, die wir bisher kaum benutzt haben, ne? Aber, na gut. Ich meine, ist halt auch mal die Frage, ne? Wie viel kannst du halt wirklich da dann am Ende immer quasi in die Story selber und in die Mission selber einbauen? Von daher, ja, denke ich, passt das schon so. Okay, dann gehen wir jetzt hier einfach mal ins Rathaus. Jawohl. Da steigt, glaube ich, eine fette, fette Party. Hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Okay, aber irgendwo muss ja er sein. Milton Pierce. Ah, hier. Hier ist doch was. Guten Tag, Mr. Pierce. Nice. Mich hätten Sie hier wohl am allerwenigsten erwartet. Was machen Sie hier? Der hässliche Fettsack. Sie sollten im Gefängnis sitzen. Ich habe gute Freunde, die sich die Kaution für einen Mörder leisten können. Keine Sorge, ich will nur mit Ihnen reden. Nun gut. Wie Sie wollen.
Sie haben den Mörder gesehen. Sagen Sie mir, wer es war. Sie wollen wissen, wen ich gesehen habe? Einen verdammten Neuankömmling, der hereinstürmte, Johannes ermordete und dann einfach hinausschlenderte, als sei nichts gewesen. Sie scheinen felsenfest davon überzeugt zu sein, dass es ein Neuankömmling war. Was macht Sie so sicher? Glauben Sie mir. Wir Oakmonter erkennen einen Neuankömmling auf den ersten Blick. Das Rassismus. Warum haben Sie mir den Mord in die Schuhe geschoben? Mit Verlaub, aber warum hätte ich es nicht tun sollen? Ein Freund von mir wurde ermordet. Hätte ich etwa schweigen sollen? Sie wissen, dass ich es nicht war. Ach, hören Sie doch auf, Reed. Ich habe Ihr Gesicht ganz deutlich gesehen. Oder wollen Sie etwa behaupten, dass es nicht Ihres war? Sie sind doch ein vernünftiger Mensch, Pierce. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Versuchen Sie etwa gerade einen Politiker zu bestechen, Mr. Reed? Ja, Mensch, das passiert ja nie. Darauf, dass ich mich darauf einlassen würde? Ich bin ein wenig überrascht. Von dem Milton Pierce, von dem ich gehört habe, hätte ich eine andere Antwort erwartet. Sei's drum. Aber mal ganz unter uns. Meine werte Mutter ist schon sehr alt und sie ist auch sehr reich. Ich werde sie schmerzlich vermissen, wenn sie nicht mehr unter uns weilt. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Tja, wie soll ich sagen, Mr. Reed? Meine Wahlkampagne ist aufgrund fehlender Finanzmittel ins Stocken geraten. Ach ja, das liebe Geld. Der finanzielle Druck scheint mir die Sinne vernebelt zu haben. Irgendwie passt das doch gerade gar nicht zusammen, oder? Oder bin ich gerade blöd? Sicher würde ich manche Dinge klarer sehen, wenn sich meine Finanzlage entspannen würde. Gut möglich, dass mir dann bewusst werden würde, dass ich sie mit jemandem verwechselt habe. Jetzt werden wir erpresst. Vielleicht würde mir dann sogar einfallen, mit wem. Tja. Wie können Sie nur so etwas vorschlagen? Ihre eigene Mutter ermorden lassen? Nee, wir suchen einen anderen Weg. Was sind Sie nur für ein herzloses Monster? Vergessen Sie's. Spielen Sie hier nicht den Moralapostel, Reed. Machen Sie einen kleinen Spaziergang am Meer und stellen Sie sich Ihre Exekution vor. Vielleicht ändern Sie dann ja Ihre Meinung. Das bezweifle ich. Wie Sie meinen, Sir. Ich gebe Ihnen dennoch diese Flasche hier und die Adresse meiner Mutter. Ach, und dann kann ich direkt nochmal pumpen, Alter. Ich will nicht, dass die Leute mich mit ihnen sehen. Ja, klasse. Ja, aber gibt mir das Spiel jetzt irgendeine Chance, oder? Schade. Scheiße. Okay, jetzt bin ich ein bisschen... Ein Neuankömmling ist der Täter. Wenn Milton Pierce sich nicht getäuscht hat, ist der Mann, der Johannes van der Berg erschossen hat, der Neuankömmling. Außerdem habe ich es herausgefunden, dass er vor kurzem geheiratet hat und dazu gezwungen wurde, den Mord zu verüben, um seine Familie zu retten. Vielleicht kann ich irgendwo einen Blick in die Heiratsurkunde werfen und ihn dann aufspüren. Ja, gut. Schade. Also wir hätten den Auftrag, aber... Nee. Das kriegen wir raus, würde ich sagen. Ich glaube, die Mutter, also eine Frau zu vergiften und damit dem Hurensohn zu helfen, das kann ich nicht machen. Nee. Also ich meine beispielsweise den alten Sack da umzubringen, das war ja noch, ne, das hat ja noch Sinn gemacht, aber nee. Also das hier, das geht mir eindeutig eine Nummer zu weit. Entschuldigung, aber das kann ich nicht. Wir müssen ab... Ja, wobei, warte mal. Ich glaube, wir waren im Rathaus eigentlich ganz gut dabei, oder? Scheiße. Ich war im Rathaus richtig gut. Bin ich dumm im Kopf? Ich bin der dümmste Mensch, glaube ich, den es gibt. Kann ich mir vorstellen. Also, das ist ja unfassbar. Scheiße. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier nochmal hier rein. Anders geht's nicht. Scheiße. Es tut mir leid, Alter. Die 2 Minuten kriegt ihr irgendwann anders mal im Leben wieder zurück. Versprochen. Register, Rechtsdokumente, Zeitraum nach der Flut per Corona, per Neuankömmlinge. Heiratsurkunde. Ich wird hiermit die Eheschließung zwischen Glenn Gordon Byers und Evelyn Catherine oder Catherine? Ach, was weiß ich, Lane.
wohnhaft in einem Mietshaus an der Ecke, als ob da der Wohnort drin steht. Ecke Powderhouse Street und Orchard Avenue im östlichen Teil des Bezirks Shell. Offiziell von der Stadt Oakmont in Massachusetts bescheinigt und unter der Nummer bla bla bla. Okay, wir haben die Heiratsurkunde und damit machen wir uns jetzt hier auf den Weg. So. Erwähnt wird ein Mietshaus an der, als ob da einfach die Adresse steht, in der Heiratsurkunde? Was ist denn, wenn die umgezogen sind? Muss das da umgeschrieben werden? Finde ich irgendwie sehr komisch, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut, The Shells Ost ist hier und dann hier und dann haben wir an der Ecke Powder Street und Orchard Avenue. Hä? Leute, ich hab's schon wieder getan. Ich bin so unendlich dumm. Ich könnte mir schon wieder hier in den Arsch beißen. Es ist unfassbar. Okay. Ich hab schon wieder Ost. Leute, ich glaube, das wird nicht mehr besser mit mir. Ich glaube, mein Geisteszustand neigt sich auch langsam dem Exitus gegen. Ah, es ist unfassbar. Es ist einfach unfucking fassbar, was hier passiert. Ich kann das nicht mehr in Worte fassen, ganz ehrlich. Holy fucking shit. Okay. Ist das geil. Ist das geil, wie ich wieder Westen oder... Aber ich frage mich ernsthaft, wie passiert mir das? Bin ich wirklich so dumm einfach? Ist das wirklich einfach so eine absolute pure Dummheit? Kann doch nicht wahr sein. Tja. Naja, it is, wie es ist. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Okay, na dann sind wir jetzt hier am richtigen Ort. Dann gehen wir mal hier rein. Na, schade, das wäre jetzt auch zu cool gewesen. Aber hier scheint der richtige Ort zu sein. Hallo, schönen guten Tag. Hallöchen. Wohnort von Glenn Byers. Okay. Wobei ich mich ja schon frage, ob es nur eine einzige Eheschließung in der letzten Zeit gab von Neuankömmlingen. Die Tür gibt nicht nach. Kommt mir irgendwie komisch vor, aber solange wir hier im Spiel vorankommen, will ich gar nichts sagen. Okay, was haben wir denn hier? Hallo, schönen guten Tag. Hey, Mister. Sind Sie Glenn Byers? Ja. Wer sind Sie? Charles Reed, Privatdetektiv. Der Mann, der für Ihren Mord den Kopf hinhalten muss. Oh... Wie haben Sie mich gefunden? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Machen Sie die Sache nicht noch schlimmer und beantworten Sie meine Fragen. Warum haben Sie Johannes van der Berg ermordet? Ich hatte keine andere Wahl. Und der sieht wirklich ähnlich wie wir aus, holy shit. Ich habe Familie. Meine liebe Evelyn und Michael, unseren Sohn. Ich wollte es nicht tun, aber die beiden wurden entführt. Ich kenne diesen Johann nicht einmal, oder wie auch immer er heißt. Tja. Wissen Sie, wer Ihre Familie entführt hat? Eine Bande. Aber ich habe keinen dieser Kerle je zuvor gesehen. Aha, so. Einer von ihnen, ich glaube, er heißt Will, gab mir einen Revolver. Aber ich weiß nicht, ob er irgendjemand Besonderes ist. Das ist alles, was ich weiß. Das schwöre ich. Beschreiben Sie, wie sich die Entführung abgespielt hat. Die Entführer brachen in unsere Wohnung ein, als ich nicht da war. Ja. Ich kam nach Hause und sah die aufgebrochene Tür. Es gab Anzeichen eines Kampfes. Und meine Familie, die arme Evelyn, spurlos verschwunden. Ekelhaft. Haben Sie nicht in Erwägung gezogen, die Polizei zu alarmieren? Warum ließen Sie sich nicht helfen? Ich wollte die Polizei rufen, wirklich. Aber die Entführer schickten... Sie schickten mir... Oh, ich kann nicht. Was Sie geschickt haben, liegt noch auf dem Tisch. Ich traue mich nicht, es anzufassen. Oh je. Yeah. Wir sehen uns ziemlich ähnlich, finden Sie nicht auch? Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich sehe schon ja, immer das ist so echt aus komisch. Und bin genauso überrascht wie Sie. Haben Sie Verwandtschaft in Boston? Nicht, dass ich wüsste. Meine Familie stammt aus Providence, crazy. Rhode Island. Eine weitere Kuriosität dieser Stadt für meine Liste. Ich muss mir den Ort des Geschehens genauer ansehen. Ja, wir müssen mit guter Detektivarbeit ihn da rausreißen. Die nächste Tür. Ich habe abgeschlossen, damit niemand rein kann. Und damit ich mir das alles nicht noch einmal ansehen muss. Ja. Nehmen wir an, ich schenke Ihnen Glauben und Sie haben getan, was die Entführer von Ihnen verlangten. Wo sind Ihre Frau und Ihr Sohn? Das weiß ich nicht.
Der Anführer der Bande hat versprochen, sie nach dem Mord gehen zu lassen, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Mir ist klar, dass ich eigentlich nicht in der Position bin zu fragen, aber können wir uns vielleicht irgendwie einigen? Bitte. Hängt davon ab, was Sie zu bieten haben. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe einen Menschen getötet und Sie mussten dafür auch noch den Kopf hinhalten. Okay, das klingt fair. Das ist ein Deal, da gehen wir ein. Und reinen Tisch machen. Wenn ich der Polizei die Waffe gebe, müssen Sie mir glauben. Aber ich kann mich nicht stellen, solange ich nicht weiß, dass meine Familie wohlauf ist. Ja, das ist fair. Ich soll also Ihre Familie retten, um dadurch meine eigene Haut zu retten. Habe ich das richtig verstanden? Im Großen und Ganzen, ja. Und, was sagen Sie? Ja, ich werde Ihre Familie helfen. Haben Sie den Verstand verloren? Nee, also ich werde Ihre Familie helfen. Einverstanden. Mir gefällt das alles zwar ganz und gar nicht, aber... Nee, aber ich finde, es ist ein guter Deal. Ich mache es. Danke. Für beide Seiten. Klar, Sie haben das ist Herz beschissen, am rechten Fleck, aber... Mr. Reed. Ja. Es tut mir leid, dass ich Sie in diese Lage gebracht habe. Aber ich werde es wieder gut machen. Versprochen. Ja. Ich würde sagen, damit haben wir neue Hinweise. Denen müssen wir nachgehen. Ja, nee, also das machen wir auf gar keinen Fall. Da, also das sage ich jetzt zumindest. Mal gucken, wie es in einer halben Stunde ist. Ja, dann ansonsten, genau, dann muss ich hier alles untersuchen. Gedankenspiele, was haben wir hier? Der Mörder wurde erpresst. Weiß nicht, könnten Zwillinge sein. Tja, das ist jetzt... Nee, schade. Ja. Unrecht bleibt Unrecht. Glenn Byers ist ein Opfer, ist Opfer, nicht Täter. Ja, genau, der ist selbst Opfer, da gezwungen wurde, den Mord zu begehen, ja. Und ich meine, das lässt sich jetzt wieder so einfach sagen. Ja, dann scheiß doch auf deine Familie, Mensch. Dann sterben die da halt, dann wurde die halt entführt. Aber ich meine, ne, wenn vor allem das Kind entführt, also nee, also Entschuldigung, aber der ist Opfer, nicht Täter, sorry. Aber also ich würde sagen, das ist glasklar, dass er ein Opfer ist. Also Entschuldigung, aber... Okay, Milton Pierce ist ein Schuft. Milton Pierce weiß, dass ich Johannes nicht ermordet habe. Aus irgendeinem Grund hat er mich angeschwärzt. Ist ein redlicher Bürger. Milton Pierce glaubt wirklich, dass er mich am Tatort gesehen hat. Er hat mich mit Glenn Myers verwechselt. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, der hat uns wirklich verwechselt. Aber der sieht jetzt halt einfach, wie soll man sagen, quasi eine Chance. Quasi, naja, indem er uns zu dem Mord halt anstiftet. Ne, halt seine eigenen Triebe und seine Dingens. Ne? Und dann ändert er seine Aussage für uns. Aber ich glaube wirklich, dass der wirklich gedacht hat, uns am Tatort gesehen zu haben. Also ich denke, der ist wirklich ein redlicher Bürger. Aber ich würde sagen, das war's soweit. Es sei denn, ich kann hier noch irgendwas machen, aber ich glaube nicht. Nee, okay. Na dann würde ich sagen, alle weiteren Untersuchungen machen wir im nächsten Part. Und dann, ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen als das Übliche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.